Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Und der hier ist schnell. Ich glaube, der wird nicht so leicht sein. Okay, ich kann nach dahin gehen. Ich kann nach dahin gehen. Ich bleib jetzt hier oben, ey. Okay. Der andere war wirklich lahm, aber der hier, Witz. Ich sollte den erstmal mal scannen. Oh, ich. Na, da werde ich dann abbrechen. Moment. Irgendwas mit 0? Hä? Könnte mir helfen, vielleicht. Das überspringen wir, das können wir schon. Und der hier ist schnell. Schwäche ist Feuer und Stärke ist das. Okay, gut. Nichts. Also Feuer. Boah, haltet durch. Thank you.
Ich liebe es. Alter Falter. Das ist der Trick. Die Soldaten damals.
mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Boah. Alter Falter, sorry, dass ich jetzt so mega ruhig war. Aber ging gar nicht. Was für ein Kampf, was für ein Kampf, was für ein Kampf, was für ein Kampf. So, hier habe ich alles. Ach komm. Alter Falter. Was für ein Kampf. Das wird zu schwer. Nimm nur das mit, was du brauchst, Aloy. Nur das, was wir brauchen. Ach Gott, ey. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Besonders gut, wenn man irgendwann herausgefunden hat, wie man gegen ihn antritt, dann geht's wiederum. Dann kann man sagen, ja, okay, machst du so und so und so. Und zum Schluss wusste ich... Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wusste ich ja, wie ich gegen ihn antrete, aber... Boah, zum Glück ist der auch immer da geblieben. Jetzt stell mal vor, der wäre auch noch am Springen gewesen. Ey. Böse. Genau, schön alles erstmal hier mitnehmen. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So. Nee, dann... Ich möchte gerne... Genau, hier ist noch eine Kiste. Das Schöne ist ja bei solchen Spielen, dass man auch immer ausgerüstet wird. Ach so, guck mal an. Ich hätte eine Waffe noch mir schnappen können. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Super. Haben wir eher gewusst. So, was hast du denn für mich? Todbringer. Nur mal gucken, ob ich nicht was vergessen habe. An Loot. Außer jetzt die Kisten. Ah, da oben. Boah. Aber das Viech da, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt überleg doch mal. Das Ding hatte diesen Panzer noch dabei. Und wenn das dann noch ein Schwarm ist, ne? Und das gehört noch dazu. Ja, dann... Boah. Boah. Bin mal gespannt, ob noch welche hier sind. Ich dachte erst. Aber die Musik ist so ruhig jetzt. Also beruhigend ruhig, meine ich jetzt, ne? Ist nicht negativ gemeint, sondern wirklich positiv. Ist hier was drin? Ne, da ist nur die Waffe, aber ich glaube nicht. Ansonsten. Was ist das denn hier? Ach, das ist die Kommandozentrale. Hier haben sie die Einsätze wahrscheinlich geleitet oder analysiert. Guck mal, da hinten ist noch eins. Gut, ich glaube, das ist Text. Bericht Abbau der Biosphäre, August 2065. Vertraulich. Hauptkenntnisse. Trotz verbesserten taktischer Fähigkeiten der Elite- und Zivilistengarde-Einheiten und vielen hart umkämpften Einsätzen an Schauplätzen in Mitteleuropa, der Antarktis und der Pazifikregion konnten weder der Vormarschgeschwindigkeit noch die Biomasseverbrauchsrate der Ferroplage verlangsamt werden. Die Schädigung der Biosphäre übertrifft in sämtlichen Bereichen bereits den Stand 2038 und vergrößert sich täglich. Die Prognose zur Ausrottungszeitlinie sind unverändert. Der Atmosphärenkollaps wird für Mitte November 2065 angenommen. Die Vernichtung der ausgesetzten menschlichen Bevölkerung für Februar 2066. Die Ausrottung der makrobiotischen Landorganismen Ende 2066 und die Ausrottung der Meereslebewesen Anfang 2000. Haben die hier alles Leben versucht
abzumuxen. Für fortgesetzte Geheimhaltung hinsichtlich Projekt Zero Dawn. Das Verschweigen seiner Wirkmechanismus und des Abschlusszeitpunktes macht es unmöglich, Zero Dawns Auswirkungen oder das Fehlen derselben auf die Ausrottungszeitlinie vorherzusehen. Atmosphärenkollaps. Der Sauerstoffabbau in der Atmosphäre und toxische Emissionen bleiben die größte Umweltbedrohung für Operation Enduring Victory sowie für die Zivilbevölkerung und die Tierwelt. Der Atmosphärenkollaps wird aktuell für Mitte November 2065 vorhergesagt. Danach werden Militärkräfte Atemgeräte benötigt, um in offenem Gelände agieren zu können. Zivilisten können nur in versiegelten Gebäuden überleben. Die Erfordernisse zur Luftreinigung und zum Luftrecycling in Anlagen sind in Anhang A dieses Berichts aufgelistet. Trinkwasserknappheit. Wichtige Wasseraufbereitungsanlagen haben bereits jetzt Probleme, Wasser zu reinigen, das durch Regenwasser beeinträchtigt ist. Dieses ist wiederum erheblich mit Giftstoffen kontaminiert, die durch das Schwinden der östlichen Hemisphäre freigesetzt werden. Nach der notwendigen Abschaltung aller Nano-Reinigungsfunktionen sind die Kapazitäten der Abwasseraufbereitung bereits. Ist das Projekt Zero Dawn? Haben die echt den Planeten auf Null gesetzt? Militärschlag-Eskalation. Die Anhänger dieses Dokuments behandeln die Kurzzeiteffekte der verbrannte Erde-Einsatz zur Verteidigung des Westküste und der Langzeiteffekte der Einsätze von Nuklearwaffen durch die ozeanischen Wirtschaftszone um den ersten feindlichen Vormarsch in die Pazifikregion. Was haben die getan? Ja, wenn das Zero Dawn war. Oh, Alter. Erst looten. Kein Platz mehr. Dr. Sobek, wie vorher gesehen wurde, die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich muss da ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur einen Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Ich tue, was ich kann. Was ist es? Eine Erklärung. Eine Liste von Verbrechen, könnte man sagen. Sie bekennen sich schuldig? In den letzten 16 Monaten leitete ich das entsetzlichste Massaker an Militärpersonal und Zivilisten in der Geschichte der Geschichte. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Nicht mal zusammen kommen die da irgendwie ran. Sie haben nicht getötet, General. Nicht direkt. Aber ich habe auch nicht den höchsten Kommandeur der Vereinigten Staaten verärgert, indem ich gegen die Automatisierung stimmte. Schon vor dem Schwarm, Doktor, habe ich den Tod unterstützt. Und damit meine Taten nicht in Vergessenheit geraten, habe ich Ihnen die Datei geschickt. Die Nachwelt soll mit klarem Blick über mich urteilen. Ich archiviere Sie, General. Sie sollten bedenken, dass es ohne Ihre Taten, unsere Taten, gar kein Urteil irgendeiner Nachwelt gäbe. Vielleicht, Dr. Sobek. Rühren, General. Leben Sie wohl. Gott steh uns bei. Ich sag mal so, alles Biologische ist ja Nahrung für die. Aber. Okay, erfahren wir jetzt, Zero Dawn. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ihr danken, nach dem, was sie gesagt hat? Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig.
Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hätten irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Ich bin jetzt echt ein bisschen platt, muss ich sagen. Wie krass. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerkcrash. Verwegen. Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Meine Fresse, so, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, ganz da hinten. Okay, da waren wir doch schon. Okay, ich frag mich ja. Da kann ich nicht hinreisen. Ich komme da nicht rein, ne? Die Schnellreise ist zurzeit nicht möglich. Nirgendwo hin? Warum ist Schnellreise nicht möglich? Oh, Schnee. Vor. Hier draußen wird es nicht wärmer.
Was ich mich jetzt frage ist, unsichtbare Wand. Wie komme ich jetzt hier runter? Ja, das tat weh. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Kann ich jetzt Schnellreise machen? Jetzt kann ich Schnellreise machen. Ich war einfach nur zu nah dran. Okay. Moment mal, dann kann ich doch... Ich will wissen, ob ich da reinkommen kann. Zu den Ruinen.